Mein Name ist Frank Schreiber. Ich begrüße Sie hier im Goldenen Hahn in der schönen Sängerstadt Finsterwalde. Es freut mich umso mehr, wieder erneut bei Topfkocker TV dabei sein zu können. Und gemeinsam werden wir eine süße Verführung für zu Hause, ein fantastisches Dessert in der Küche zubereiten. Bei unserem Dessert fangen wir mit unseren Schokoladenhalbkugeln an oder Schokoladenluftballons. Dazu haben wir hier etwas Vollmilch-Kuvertüre. Das Ganze auf einen Topf, wo etwas Wasser drin ist. Und das Wasser bringen wir zum Kochen und dann nutzen wir den Wasserdampf, damit die Schokolade nicht mit Wasser selbst in Berührung kommt. Das kann man einfach unkompliziert draufstellen und dann lassen wir es erstmal schmelzen. Und in der Zwischenzeit habe ich hier eine Luftpumpe und Luftballons. Und die pusten wir jetzt auf. Nur so leicht, sodass wir solche kleinen Ballons haben. So. Und jetzt die Schokolade immer wieder mal rühren, dass nicht an einer Stelle zu heiß wird. Und wieder drauf. Dann brauchen wir ein Blech, Backpapier oder eine Backmatte, wo wir dann Luftballons, die wir in die Schokolade tauchen, hochsetzen. Und das Schöne ist bei diesen Luftballons, die Schokolade bleibt dran haften. Dann stellen wir es in den Kühlschrank. Die Schokolade wird fest und dann brauchen wir nur noch mit einer Nadel den Luftballon zerplatzen lassen. Und unser Hohlkörper ist da. Den Luftballon entnehmen wir und wir haben eine schöne Schale für unser Dessert zum Füllen. Entscheidend ist aber, was ich festgestellt habe, man darf nicht jeden Luftballon nehmen, sondern am besten eignen sich die Wasserbomben-Luftballons. Die haben eine gleichmäßigere Form und der Luftballon lässt sich auch leichter aus der Schokolade lösen. Bei der Schokolade muss man etwas aufpassen, dass man sie nicht überhitzt. Weil Sie kennen bestimmt alle diesen herrlichen Effekt der Tafelschokolade und Sommer und Auto. Wenn man sie abends essen möchte, dann ist sie so weiß, bröckelig geworden. Da hat sich praktisch Kakaobutter vom Kakao selbst getrennt. Und das passiert, wenn die Schokolade zu heiß wird. Deshalb lieber öfters runternehmen, kleine Stückchen noch drin lassen und diese dann in der Restwärme der Schokolade schmelzen. So verhindert man, dass die Schokolade überhitzt. Und sie ist später knackiger, hat einen stärkeren, härteren Stand und schmilzt nicht zu schnell. So, jetzt haben wir sie schön glatt. Und man muss sich vorstellen, Schokolade ist wie ein Dressing, wie eine Vinaigrette, besteht halt aus Kakaobutter und Kakao. Und das Ganze müssen wir auch trotzdem zu einer Emulsion bringen, so leicht verzahnen. Deshalb am besten entweder sehr, sehr kaltes Wasser oder kaltes Wasser mit Eiswürfel und dort immer wieder die Schüssel erstmal abkühlen, dann bildet sich am Rand etwas harte Schokolade und dann schnell bewegen, wie wenn man ein Dressing schnell rührt, sodass wir die Schokolade wieder auf eine Temperatur von ca. 30 Grad bekommen. Wenn man jetzt keinen Thermometer hat, kann man natürlich zu Hause auch mal probieren. Der temperaturempfindlichste Punkt ist unterhalb der Lippe, also wenn man mal kurz den Löffel hier ranhält und es ist körperwarm, oder kalt, man hat so ein kaltes Empfinden, dann ist das die richtige Temperatur dieser Schokolade. Das ist das einzig Aufwendige hierbei ein bisschen, dass man rühren muss. Aber man sieht, die Schokolade wird schon leicht träge wieder, bekommt einen matten Glanz. So, und das reicht schon. Jetzt nehmen wir ganz unkompliziert den Luftballon, tauchen ihn hinein. Schütteln leicht die Schokolade noch etwas ab. So, und setzen sie ab. Und da bildet sich unten natürlich auch schon so ein schöner, herrlicher Sockel. Das Ganze noch einmal. Ein bisschen nachhelfen. So. Das war der erste Streich als Vorbereitung für unser Dessert. Nun haben wir ja unsere Hülle. Man kann sie jetzt hier bei Zimmertemperatur auskühlen lassen. Schneller geht es, wenn man es vielleicht nicht zu viel Zeit hatte zu Hause, kurz in den Kühlschrank stellen oder ins Tiefkühlfach. Im Tiefkühlfach nach 10 Minuten, im Kühlschrank nach ca. 20, 30 Minuten und draußen sollte man es doch schon 3-4 Stunden ruhen lassen. So, stellen wir es erstmal kalt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de